Sandro, vorher Sieg gegen Ambri im Gotthard-Derby, der erste Treffer für EV Zug. Ich glaube, die Laune, die ist gut bei Ihnen. Ja, die war sehr gut nach dem ersten Treffer. Nachher haben wir gut weiter darauf aufgebaut und jetzt am Schluss das Glück können im Powerplay das Goal erzielen. Und dann noch den Empty-Netter für das 3-1. Wie war das Gefühl beim ersten Treffer für EVZ? Sehr schön. Es ist erleichternd, wenn du siehst, dass der Böck nachher im Goal hinein ist. Und alle Freude an dem ersten Goal, auch ich selber. Es ist immer 10 gegen Ambri. Also die Bilanz von euch ist gut gegen Ambri, aber es ist immer doch ein Kampf in der Valascha. Ja, es ist halt, wir wissen, wie sie sind. Und sie kommen immer mit zwei Spielern voll vorchecken und sie setzen uns recht unter Druck. Und ja, gegen sie ist halt einfach, wir probieren einfach zu spielen. Chip out über die Bande, Chip in, bin in die Zone. Und dann können wir dort unten Chancen kreieren. Danke vielmals und Glückwunsch.